So. Sehr schön. Da haben wir schon mal einen ersten Named hier drin gekillt. Oh, unser Mana sieht nicht so Bombe aus. Ja, dafür hat er doch relativ gut gesessen, das Bild. Müsste dann reichen, ne? Ja, klar. Jetzt kommen die anderen noch an. Das holen wir uns mal zurück. So. Ich will kein AE machen. Ich weiß nicht, was dann von da oben runterkommt alles. Das ist ein Fragezeichen. Will das Fragezeichen. Und bam. So. Aha. Oh ja, okay. Geh mal vorsichtig dran schleichen. So. Dann euch. Aber ordentlich gedebufft. Ach, das reicht ja schon fast. Und wir sind Level 55. Dann mal ein dickes Kratz uns. So, da haben wir ein neues Ding bekommen für Mana holen. Was haben wir hier? Vacuum Field 5. Was haben wir hier? Vacuum Field 3 mit Experte sind 510 und hier sind 668. Das heißt, du kommst jetzt raus und du wirst eingesetzt. Das Ding kann keine Zärtlichkeit. Verringert die Bedrohlichkeit zu Ziel im Wirkungsbereich um 806. Das hat sich gerade geändert, weil irgendein Buff an- oder ausgegangen ist, oder wie auch immer. Wendet Orientierungslosigkeit an, dauert 10 Sekunden, teleportiert die an einen zufälligen Ort innerhalb von 25 Metern, verlangsamt das Ziel um 75%, 10% Bannungschance, wenn das Ziel Schaden nimmt, wenn das Ziel nicht episch ist. Also, wenn wir das Ding einsetzen... Nein. Oh, Gott sei Dank, keine Reichweite. Wenn wir das Ding einsetzen und also wir fast tot sind oder viel zu viele da sind, können wir das Ding einsetzen und die Dinger werden einfach wegteleportiert. Und zu sehr großer Wahrscheinlichkeit greifen wir uns danach nicht mehr an. So. Und... dann machen wir runter... weiter runter, noch weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, noch ein bisschen, noch ein bisschen, hat zu viel, mit Gefühl, mit Gefühl, mit Gefühl, nein, aber ich glaube, wir stellen jetzt einfach die ganze Zeit dieses wunderschöne Ding ein, so. Jetzt noch hier ein Stückchen rüber. Noch ein Stück. So. Und das Ding landet da. Das können wir alles erstmal so lassen, würde ich sagen. Kann man hier immer noch später ändern. So, gutes Leuchten. Hm. So, ein 3 ab 52er. Naja, okay. Haben wir eigentlich noch einen alternativen Erfahrungspunkt dazu gekriegt? Nein. Aber kriegen trotzdem bald einen. So, erstmal... was? Die Waffe. Und dann gibt's eine die Schnauze. Oha. Die mir gerade gar nicht so. Ah, der hat voll gekrittet. Das ist schon mal schön. So, dich auch noch. Wieso gekühlt? Hm. Ach, das sind Molle, ne? Also Hunde.
Muss er fast hartnäckiger als der 3 ab. So. Hier einmal hochklettern. Ja, wir killen hier drin nicht jeden. Außerdem haben die so eine schnelle Respawn-Zeit. Da würden wir uns tot killen bei. Und ab in den so Arch. Bei den ganzen Schlangen. Aber es ist ein Encounter, das ist wiederum sehr schön. Ah, jetzt hatte ich unterbrochen. Oder er war vorher schon tot. Umso besser. So, wenn wir jetzt hier alle killen, müsste da ein Name-It erscheinen. Die kommen schon freiwillig an. Ach ne, das Ding geht, glaube ich, etagenweise. Doch mit. Lassen wir mal. So, und der letzte fällt auch um. Sehr schön. Ich erstmal. Ja, komm. Er weiß, was du sonst noch anstellst, wenn wir gerade im Kampf sind. Ja, ich zeige euch den gleich auch mal. Aber irgendwo an der Stelle, wo wir die nicht killen müssen für Name-It. Dann sage ich dann bestimmt, ja, hier brauchen wir keine Killen für irgendetwas. Und dann setze ich den ein und, ach Mann, doch. Dumm gelaufen. Ja. Gebe dann mein Pech. Also euer Pech natürlich auch. Ja. Und wir das werden ihn auch mal angreifen, wenn der schnell einen Cut geht. Das Ding. Ah ja. So, dann die Gruppe. Ich hätte mal auf Mana warten sollen. Ja. Was haben wir hier? Freihändige Hexerei. Können wir ja eigentlich mal benutzen, wenn wir das Ding dran haben. Hochgeskillt haben wir es, glaube ich, auch. Absolution. Tack. So. Ja, ein bisschen Mana wäre, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wir haben auch kein Essen und kein Trinken mehr, ne? Nee. Ups. Das schauen wir einsammeln. Blauer Sand, sehr schön. Da fehlt uns nur noch der gelbe Sand. Also der gelbe Sand. Ach, das sind ganz normale. Gut. Dann können wir die irgendwann kurz wegfrühstücken. Jawohl, ja. So. Ah, hier sind natürlich Tops. Wieder Heldenhafte. Ja, toll. Komm auf die Taste zum Springen. Okay. Der ist ja gut. Mich interessiert, ob euer Maß voll ist oder sonst was. Hier darfst du wieder ein bisschen mitkämpfen, sonst zieht sich das Ewigkeiten in die Länge. Okay, und platt. Dich auch. So. 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 Und so. Ich kann schon dann mal ein paar Buffs mit ausnutzen. Gucken, ob das funktioniert.
dir müsste derjenige ja trotzdem weiterhin Schaden kriegen und irgendwas verringert oder so. Ach nee, das war das mit dem Schaden kriegen. Das war ein Debuff. So. Ich vermisse so ein bisschen die Karte. Weil ich jetzt wissen will, eigentlich, ob hier oben oder unten der Mammoth kommt. Damit wir jetzt nicht gleich sofort angegriffen werden und in die Falle reinlaufen. Aber tun wir bestimmt, falls die spawnt. Ruhe? Jawohl. So. Davon ein bisschen was, davon ein bisschen was. Davon ein bisschen was. Davon. Davon. Und bam. Wartet mal ab, bis die anfangen richtig zu krippen, dann geht die Quest auf. Und. Also, jawoll, und einen alternativen Erfahrungspunkt kriegen wir. Aber. Name it sehe ich nicht. Ah ja. Nachbeben. Nach einem explosiven Zauber ist es möglich, dass der Zauber einige Sekunden später ein Nachbeben auslöst. Nachbeben können. Können weitere Nachbeben nach sich ziehen. Ist gut, das Ding. Das hier müsste ein explosiver Zauber sein. Und das da. Oder der nicht. Oder der. Der, glaube ich, auch. Auf jeden Fall sieht man das. Dann kommen dann irgendwann so Steine runtergepurzelt. Hätte man noch was killen müssen? Moment. Tja. Weiß ich nicht. Gehen wir mal weiter. Achtung! Oh, wir haben weichen Fall. Kommt mal her. Gucken, ob wir jetzt Nachbeben sehen. Und jetzt keiner. Schade. Oder man sieht ihn jetzt auf der Grafikeinstellung nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Da sieht man jetzt die Steine runterkommen, das ist ein Nachbeben. Das macht natürlich auch Schaden. Da wir ja als Hexenmeister ein Dotter sind, also Damage over Time, ist das so ganz typisch eigentlich für uns. Und jetzt erst nach einer gewissen Zeit. Also man setzt ein Spell ein und dann erst irgendwann, so mehr oder weniger irgendwann, kommt der richtige Schaden. So wie da dann der zusätzliche Schaden. Da sieht man wieder das Nachbeben.